Seid gegrüßt, meine geliebten Seelenleuchttürmchen und Seelensonnenstrahlen. Das sind beides Communities in gewisser Hinsicht von mir. Und ich habe mir gemeinsam mit Yvonne überlegt, dass wir dieses Jahr nach dieser doch besonderen und verrückten Zeit, die wir alle durchlebt haben, die Rauhnächte und die Wintersonnenwende besonders bewusst und intensiv gestalten möchten. Mit euch gemeinsam. Und dazu möchte ich jeden Tag ein ganz kleines Video machen, ein paar Minuten, und euch die Rituale, die man an diesem Abend oder an diesem Tag machen kann, an die Hand geben. Ich möchte, dass das mit Leichtigkeit und Freude geschieht. Wir müssen gar nicht so in die Tiefe rein, aber es geht um Bewusstsein, um Bewusstheit, diese Tage sehr bewusst zu gestalten. Wir haben die Zeit dafür, wir haben die Stille, denn die meisten von uns können nicht großartig aus dem Hause, und dann kann man das ja positiv nutzen. Das sind also die Rauhnächte sind ja die 12 heiligen Nächte, eine Zeit der Stille, eine Zeit der inneren Einkehr, und wir können sehr viel bewirken in dieser Zeit. Übrigens kommt das Wort Rauhnacht von dem Wort rau, also wild, aber auch von Rauch, von Räuchern. Also das bedeutet, dass auch das Räuchern in dieser Zeit eine große Bedeutung hat. Und Step by Step erzähle ich euch ein bisschen davon. Und zwar so, dass ihr das handeln könnt, ohne jetzt den ganzen Tag damit beschäftigt zu sein. Aber dass ihr euch jeden Tag, ich sag jetzt mal, eine Stunde mindestens für euch Zeit nehmt und auch kein schlechtes Gefühl habt, wenn ihr es nicht ganz so ausdehnen könnt oder gewisse Dinge eben nicht machen möchtet. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ihr kriegt das Video von mir, und in unseren Gruppen bekommt ihr das alles nochmal schriftlich von Yvonne. Lasst es uns rocken, die Rocknächte, wollte ich schon sagen, die wilden Rauhnächte, die parallel dazu ganz still verlaufen werden. Muah!